Ja, und jetzt haben wir wieder diesen blöden Scheiß-Alarm. Es ist wieder alles so laut. Da. Ja, die Menschen sind ein bisschen doof hier auf der Station. Die knallen lieber andere ab. Anstatt zu gucken, ob man nicht vielleicht Ressourcen tauschen könnte oder sich gegenseitig Schutz bieten könnte oder vielleicht Ideen austauschen könnte, was man vielleicht gegen das Alien tun könnte. Mein Gott, das sind ganz viele Könntes, Könntes, Könntes. Ne, die knallen einfach alles und jeden ab. Ziemlich dämlich. Aber naja. Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich wieder unter das Bett komme. Also soweit sind wir zumindest schon mal. Da ist der blöde Hiwi. Ich hoffe, der sieht uns nicht, sonst haben wir ein Problem. Ich fürchte ja. Ich glaube, es sind Amis. Hier laufen sie alle mit Waffen rum und ballern wie die Blöden, obwohl das sehr ungesund ist. Guckt ihr noch hier hin? Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich muss. Ah, ich muss da lang. Erwin, es tut mir leid, ich bin nicht gestorben. Du hast nichts verpasst. Der Hiwi hat mir kurz einen Scheitel verpasst, aber ich bin davon gekommen. Mit einem blauen Auge. Vielleicht auch mit zwei. Ich habe gehört. Den Elefanten. Klein Erna. Läuft bei dir der Stream denn jetzt wieder flüssig? Oder lädt das immer noch so nach? Soll ich mal Kille-Kille machen an seinem tollen Schwänzchen? Ob der das merken würde? Ich meine, das sieht nicht so aus, als wenn er da... aus dem Menschen geworden, der da in den Raum reingerannt ist. Hat er sich verpieselt? Sag mal, will er mich verarschen? Der war da oben, der ist doch gar nicht runtergekommen. Wieso läuft der denn jetzt hier rum? Boah, jetzt geht mir schon wieder die Pumpe. Oh, Mann. Erwin, dann mach mal auf Pause. So für 10 Sekunden. Und dann mach wieder auf Play. Bei mir hilft das meistens. Aber ich möchte doch jetzt einfach nur zum Speicherpunkt kommen. Ich habe noch gar nicht auf die Karte geguckt, ob ich da... Boah, jetzt schrei ich hier rum. Warte mal, das ist doch eine Speicherstation. What? Warte mal, ich muss mal eben Legende gucken. Privates Terminal. Nee, nichts. Speicherpunkt. Speicherpunkt ist die Diskette. Die ist hier unten. Okay. Sei ein liebes Alien. Ich gebe dir auch ganz viel Menschenfleisch. Hoppa, hoppa, nur nicht jetzt. Ah, Mann. Okay. Was kommt da jetzt schon wieder? Das Signal war vorhin doch woanders. Ich höre menschliche Stimmen. Das ist eindeutig das Alien. Normalerweise müsste ich ja jetzt zumindest bis zum Schrank kommen. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Das
Das Blöde ist echt diese Alarm. Ah, okay, er holt sich gerade sein Mittagessen. Aber was soll mir das jetzt sagen? Okay. Rechts dürfte das Alien sein, oder? Ey, blöd wäre es ja jetzt volle Kanne, wenn einer von den Menschen kommt hier und versucht, in meinen Spind reinzugehen. Der klingt so, als wenn er hier direkt vor meinem Spind hocken würde. Also, könnte er sich jetzt mal bitte den Menschen da hinten holen? Hört man aber echt nichts. Ist das im Stream eigentlich auch so laut, der Alarm? Okay. Aber eins weiß ich, nach dem Stream brauche ich erstmal eine ordentliche Portion Schokolade. Eine ganz ordentliche Portion Schokolade. So, komm, hol's dir. Du willst es doch auch. Kein Gekreische? Ich glaube, die knutschen. Guck mal. Oder Schlimmeres. Da, jetzt hat er sie geschwängert. Ah, nee, warte mal. Jetzt hat sie ihn geschwängert. Nee, auch nicht. Was da wohl abgehen mag? Ja, das macht mich total aggro. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das da hinten muss ein Mensch sein. Der ist jetzt weg. Ich will hier endlich raus, aber ich will nicht schon wieder weggeschmatzt werden. Ganz ehrlich. Dann ist der Stream nicht für heute aus. Ich habe keine Lust, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Boah, der Alarm macht mich so bescheuert im Kopf. Komm, wir wagen es. Oh! Warte mal. Ah, so geht das mit dem Schmeißen. Mann, was bin ich für eine fiese Sau? Ich weiß nicht, ob Critical Arts auch Ladepausen hat. Das ist jetzt ein Typ Gold oder nicht? Mittlerweile geht's ja zumindest mit dem Zurücklehnen und Aufhören zu atmen, Gott sei Dank. Ich höre ihn nicht, er ist nicht nach oben gegangen. Der bewegt sich nicht. Das ist ein mieses Miststück, ist das. Da kommen mir so böse Sachen in den Sinn, die ich nicht sagen möchte. Ja, wenigstens bei einem, das ist schön. Also bei mir läuft es heute auch gut. Gestern haben wir Rainbow Six gespielt und gestreamt und da hatte ich auch eine ganze Zeit lang nur Pufferzeichen.
So, mein Freund, jetzt kannst du ja wieder hochgehen. Ich glaube, der hat ihn sich nicht geholt. Ich bin jetzt sehr enttäuscht. Genau das hier gerade, dieses Tickern mit diesem Flashlight, das erinnert mich mega an den ersten Tag. Geh runter, geh runter, geh runter! Oh, Mann! Ich kriege echt noch einen Herzinfarkt heute, das macht mich wahnsinnig. Eigentlich brauche ich jetzt schon. Komm ich aber nicht an, ne? Nein. Ich brauche jetzt schon eine Schokolade. Ich brauche Schokolade! Erwin! Bitte, ich brauche Schokolade. Also ist noch unten. Ich bin ja froh, dass sie, Klein Erda, läuft, als wenn sie 10 Autos wiegen würde. Wo bist du, mein Freund? Okay, da kommt er schon wieder. Dieses Flashlight ist ganz schlecht. Also Leute, die Epilepsie haben, die sind hier jetzt in dem Abschnitt echt am Popo. Sag mal, kannst du dich jetzt mal entscheiden und hochgehen? Weil ich muss da hinten hin. Du bist mir im Weg. Ach ja, weck mich doch einfach mal, wenn er sich entschlossen hat, wieder in den Vents zu verschwinden. Ist da vorne denn noch ein Bett, wo ich mich verstecken kann? Ach ja, komm, wir laufen mal von Bett zu Bett. Oh, guck mal, hier ist eine Leiche. Auf wessen Seelenkonto die wohl geht? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich war das nicht, doch ich war's. Also ich hab's nicht getötet, aber indirekt schon. Ich habe sie an Klein Erna verfüttert. Hast du mich gesehen oder nicht? Geh rein. Geh rein, geh raus, geh raus, geh rein. Eieiei. Solange der da rumkrebst, brauche ich mich aber auch nicht in Bewegung setzen. So, wenn ich jetzt hier lang gehe und der kommt da direkt wieder runter. Dann habe ich ein Problem. Okay, zumindest schaffen wir es schon mal bis zum Bett. Dahinter scheint irgendwie was mit Strom zu sein. Ah, hier hat er uns vorhin rausgefischt. Ah, boah, das ist so. Das ist ja schon wieder unten. Das liegt bestimmt an meinem ausnehmend verführerischen Duft.
da hinten hin, okay. Ich trau ihm ja nicht. Also hier war ja, glaube ich, nichts. So, jetzt sei artig und bleib weg. Hier wäre noch ein Bett, das ist schön. Wo bin ich? Was? Also man kann zumindest nicht sagen, hier wäre es kalt oder so. Hier ist bestimmt wirklich warm. Wo ist denn das Alien hin? Ist er tot? Nee, ne? Nein, das Alien ist natürlich nicht tot. Ich weiß ja, dass das Alien nicht tot ist. Aber so ganz spontan weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Das hört sich jetzt an, als wenn ich durch Wasser oder irgendetwas Flüssigem gehen würde. Zum Einsammeln? Nee. Um es mit den Worten der Zombies aus Minecraft zu sagen, da ist eine Tür. Habe ich hier irgendwas? Da ist eine Tür, das gefällt mir. Das ist ein Raum. Hi. Okay, bei dir würde ich jetzt sagen, du hast eine Begegnung mit dem Alien gehabt. Verdammt, Inventar ist voll. Ich kann überhaupt nichts mehr. Ah, okay. Grimmingard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol ein Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme. So, haben Sie sonst alles? Ich erwarte Ihren Anruf. Blendgranate. So. Rohrbombe. Da fehlen uns Komponenten. Die sind voll. Alles klar. So, jetzt können wir wieder looten. Bis nach Meppen. So, alles nehmen. Verdammt, Leuchtfackeln. Ah, wir können ja auch in den... Ist das irgendwas? Notfallüberbrückung. Kann das Alien hier jetzt nochmal runterkommen? Ich bin ja froh, dass der Alarm jetzt weg ist. Ganz ehrlich, also... Ich bin ja eh schon sehr geräuschempfindlich, aber das ist mir sowas von auf die nicht vorhandenen Nüsse gegangen. Verdammt, wie komme ich denn jetzt hier raus? Manchmal finde ich das echt mies, dass ich immer bei guten Sachen verdränge. Also an einige Sachen erinnere ich mich aus anderen Let's Plays. So, da waren wir. Wurde ich gelootet? Schrott. Und viele Sachen vergesse ich einfach. Das ist wie mit Büchern. Es gibt ein paar wenige Bücher, die habe ich bestimmt schon 6, 7, 8 Mal gelesen. Weil die so gut sind, dass irgendwas in meinem doofen Kopf sagt, bitte alles wieder verdrängen, damit du nochmal Spaß damit haben kannst. Das klingt ja bescheuert, ne? Ja, okay. Medikit. Okay. Leiter. Oh. Ah, ja, klar. Thank you.
Die Tasten bewegen hoch. Mach ich doch. Ah, so, falsche Taste. Nicht nach unten gucken. Hat dir das keiner beigebracht. Oh, ich glaube, ich bin gestorben. Ja, irgendwie war das toll. Nein. Bitte, ich hoffe, du hast automatisch gespeichert.